als erste Tour jetzt wird, da singt ein jeder Mann. Ja, das ist der ECD. Ja, das ist der ECD. Ja, das ist der ECD. Jeder spielt so gut er kann. Das zweite Tor gefallen ist, die Stimmung ist nun groß, denn unsere Jungs vom ECD spielen heute tadellos. Der Gegner ist schon matt gesetzt, das dritte Tor gelingt, die Stimmung immer größer wird und jeder mit uns singt. Ja, das ist der ECD. 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 Ja, jeder spielt so gut er kann und ihre Fans sie feuern an. So legen sie den Gegner lahm. Viele Emotionen natürlich in diesem Spiel. Kein Wunder, einige Essener spielen jetzt in Iserlohn, man kennt sich genau, Torhüter, Fuß, jetzt gegen Hathaway, Szenen, die nichts mit Eishockey zu tun haben. 18.30 Uhr, Iserlohn geht zum Aufwärmen, viele Spieler in Gedanken schon woanders. Kapitän Bruce erläutert, warum sein Team dann doch antrat. Sonst waren wir wahrscheinlich mit diesem grünen Buch alle gesperrt. Soviel ich weiß, ist letzte Information und deswegen sind wir, treten wir auf mit den alten Trikots. Die finanzielle Situation hat sich gefestigt. Wir haben zwar noch Altschulden, die abgebaut werden, aber im Grunde nach sieht es sehr erfreulich aus und ich glaube, dass wir in diesem Jahr, wenn es so sportlich weitergeht, die Situation entscheidend verbessern können. Ohne Sponsoren geht es aber nicht. Sie sind einer der größten. Viele Leute reden von Unsummen, die Sie in den Verein investieren. Wie viel investieren Sie denn wirklich? Ja, in dem Maße ist das nicht. Wir haben einen Förderkreis, der auch hilft. Im Großen und Ganzen ist das ein überschaubarer Betrag. Kritiker Heinz Weifenbach sagen Ihnen nach, dass Sie so der Alleinunterhalter, der Alleinherrscher des ECD Iserlohn sind, von der Trikotfarbe bis hin zur Aufstellung machen Sie alles. Stimmt das eigentlich? In den vergangenen Jahren war es vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt ist ein sportlicher Leiter da, der Gerd Kiesling, der also sehr viel arbeitet. Und in dem Fall ist es nicht mehr nötig, da so viel zu tun, wie es in der Vergangenheit war. Und wenn es mal nicht laufen sollte, werden Sie sich dann wieder deutlich zu Wort merken? Ja, dann haue ich schon mal dazwischen.